So, Freunde. Oh, ich nehme die Brille ab. Das ist ja... Okay, jetzt reicht es mich. Wie kann man mit langen Haaren leben? Und ich bin auch nicht schön gestylt irgendwie. Also, das ist doch... Die müssen doch stehen wie eine Eins, oder nicht? Mein Gott, also. Hey, danke, Gnu, dass du mich immer meinst, Justina. Aber danke für deinen Kommentar. Zu Risiken und Nebenwirkungen. Bio, heute entscheiden die Kommentare oder lassen sie es. Hallöchen, mein lieber Pöchen, willkommen zu einem neuen Video. Hallöchen, was, Popöchen? Oder lassen sie es. Hallöchen, mein lieber Pöchen, willkommen zu einem neuen Video. Das bringe ich. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben sie ein Intro in die Kommentare oder lassen sie es. Hallöchen, Popöchen, ich bin die Gnu-Mama und mir wurde gesagt... Genau. Erstmal zu der Aufnahme. Ich hatte jetzt die Idee, dass ihr euch jetzt in meinen Fortnite-Account anmeldet. Habe ich? Ich habe halt dort 400 Freunde. Das heißt, irgendeiner aus meiner Community wird dich 100% einladen. Und dass du quasi irgendeinen von der Community einen epischen Sieg bringen musst. Aus freien Stücken werde ich heute ein Gnui-Line zum epischen Sieg führen. Ich mag euch alle. Ihr Gnui-Lines habt mich ja alle auf der Friendlist und ihr ladet mich ein, wurde mir, so ist es ja immer. Meine Gnu-Herde, ladet mich ein. Schal! Schal! Schickel! Ladet mich doch ein, ich bin die Gnu-Mama. Gnui-Lines, ladet mich ein! Ladet mich ein! Ich habe strikte Anweisungen. Wir gehen jetzt bei Shano in die Gruppe. Ich werde nicht eingeladen. Also als Gnu-Mutter muss ich sagen, ich fühle mich gerade so, als ob Folgendes passiert ist. Ihr kommt auf die Welt. Nur am Schreien. Erstmal, mir tut alles weh. Ist ja einfach nur Kacke. Ich bringe euch raus. Aber nicht schlimm genug. Dann fängt an zu gehen. Noch schlimmer. Fängt an zu klettern. Überall hoch. Nirgends seid ihr sicher. Ey, ich muss immer auf euch aufpassen. Ich habe kein eigenes Leben mehr. Dann geht's in den Kindergarten. Mein Gott, da holt ihr euch die Seuche. Wirklich andauernd krank. Ich dann mich am Anstecken. Elternabend. Da muss ich zum Lehrer, weil ihr euch scheiße benehmt. Könnt ihr euch nicht mal benehmen. Dann Pubertät. Da fängt die Scheiße erst richtig an. Ich komme in euer Zimmer. Alles stinkt nach Axe Deo und an den Wänden hängen Poster. Und stinkender Schweiß. Dann verlasst er mich. Und in diesem Moment befinde ich mich gerade. Oh, die reden. Ich höre die nicht. Hallo. Hallo. Ich beschere euch jetzt einen epischen Sieg. Wir können starten. Okay, wenn du willst, dann. Aber da muss Dings einen anderen Modus einstellen. Hatte ich stell mal einen anderen Modus ein. Hä, sind die gar nicht Starstruck jetzt? Ich bin die Gnu-Mama. Ich hab jetzt auch. Wie hast du mich gerade genannt? Leo. Oh, jetzt gibt's Streit. Leo? Ja, darf ich das? Alter, ich heiß Leon. Leon. Mit N. Ja. Mit N. Ja, aber ich nenne dich jetzt trotzdem Leon. Mann! Wie alt bist du? Willst du meine Nummer? Das sagen wir fremden Menschen im Internet nicht. Vor allem, wenn die Ü30 sind. Bitte. Ach, du bist Ü30. Ich bin die Gnu-Mama. Was denkt ihr denn? Ach, warte, was? Mach alle bereit. Ich mach bereit. Hä, hey, die kennen mich gar nicht. Seid ihr gar nicht aus der Community? Warte. Von wem? Okay. Alter, von... Also, das ist ja frech. Das ist ja frech, da liebe ich. Ich habe eine Gruppeneinladung von Hamsterleaks. 3. Die sind im Match seit einer Minute. Scheiße. Ich dachte, ich werde hier geliebt. Wenigstens hier. Aber ist nicht. Da die lachen mich aus, weil ich zu alt bin, wollen mir ihre Nummer geben. Aber ich will gar nicht. Übergriffig. Ich höre die Person gleich. Hallo? Seid ihr aus der Gnu-Herde? Ja, sind wir. Ich habe gerade Gnus Video geguckt. Versprochen? Ja, versprochen. Ja. Also, wir versprechen es dir. Hoch und heilig mit Ehrenhand und Ehrenwort. Okay, und dann folgendes. Dann habe ich eine Quizfrage. Habe ich zuletzt... Warte. Was? Ruhe bitte. Ich kenne dich. Ja, ich stelle kurz eine Frage. Ich kenne dich. Nein. Ich glaube, also, ich weiß die Frage nicht. Ich hab die Folgendes. Ja. Habe ich zuletzt ja. A. eine Synchronstimme für einen Kinofilm gemacht? B.
ein Buch geschrieben. Ich hab Glues letztes Video nicht geguckt, sorry. C, einen Podcast nicht rausgebracht. Oder D, ein Kurzfilm. Guck ich gerade. Nein, ohne zu gucken. Werd ihr aus der Glue-Herde? Warte, willst du was Krasses hören? Ja, bitte. Ich bin aus der Glue-Herde, aber ich hab ihres letztes... Ich hab nicht so... Ich verfolge sie aktiv... Also, ich hab... Ich weiß meine eigenen Wörter nicht. Ich glaube Podcast, ich weiß es auch nicht. Ich glaube. Auf jeden Fall, ich höre. Also, ich kenne dich, du bist Tenno. Also, du hörst dich wie Hand of Blood an. Ja, das sagen viele, aber ich bin tatsächlich Gnu. Also, wer dir richtige. Ja, du bist Hand of Blood. Du hörst so hart an wie Hand of Blood. Ich bin Gnu, sonst gehe ich raus. Wenn ihr sagt, ich bin Hand of Blood, gehe ich raus. Ich bin die Gnu-Mama. Ja, okay, du bist Gnu. Du bist die Gnu-Mama, okay? So, folgendes. Okay. Wärt ihr aus der Gnu-Herde, würdet ihr selbstverständlich wissen, dass ich zuletzt ein Buch rausgebracht habe. Das ist nämlich Spiegel-Bestseller. Ja. So, wir starten jetzt, bitte. Ich hole euch einen epischen Sieg. Aber jetzt nur so eine Frage. Du bist Hand of Blood. Bist du Hand of Blood? Ich habe gesagt, wenn man sagt, ich bin Hand of Blood, bin ich raus und dazu stehe ich. Ich gehe jetzt, glaube ich, auf den Discord von Gnu. Ich mache da jetzt eine Ansage. Kann ja nicht sein. Hallo, liebe Gnulis. Ich bin eure Gnu-Mama. Ladet mich bei Fortnite ein. Jetzt muss es laufen. Ich bitte darum. Ich nehme jetzt hier schon 28 Minuten auf. Ich bin die Gnu. Schubidu. Schano, gleich fliegst du. Es kann doch nicht sein, ich bin die Gnu-Mama. Mich lädt leider keiner ein. Ich kann jetzt einfach mal random hier beitreten bei ihrer Friendlist. Bei meiner. Hallo? Bin ich jetzt der Einzige, der gerade hier ist? Nee, ich bin auch da. Aber es heißt Einzige. Okay. Ja. Hallo, Gnu-Mama. Wer seid ihr? Ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben Muttergefühle. So, seid ihr bereit? Junge, Schano, also jetzt reicht's aber auch langsam. Lol. Jetzt haben sich die beiden reingeschmuggelt, die nicht mal von der Gnu-Herde sind. Also die beiden schleichen sich. Aber ist jetzt eigentlich noch irgendjemand da? Also wenn hier keiner da ist, und, dann... HD? Vielleicht bei Brausi rein? Hallo? Hallo. Bist du aus der Gnu-Herde? Ja. Super, dann zocken wir jetzt Duo, okay? Okay. Perfekt. Siehst du, so einfach kann es sein. Na gut, dann gehen wir jetzt da rein, machen Win, fertig. So einfach ist es in Fortnite, 100 pro. Alter, was ist das denn für ein Eimer? Junge, auf M ist nicht Map! Gnu, was ist das denn? Die hat ja alles umgestellt. Ich habe leider, ich muss einmal, also ja, lass uns safe spielen, weil ich muss einmal nochmal in die Settings, aber ja, vorher legen wir die einfach um. So. Alles klar. Let's aufheben, Mausrad nach unten? Links, alt für den zweiten Waffenslot, was ist das? Das, so kann ich nicht arbeiten. Ich war auf dem World Cup und da brauche ich meine Settings, Standardeinstellung. Annehmen. Oh, ich sehe wen. Einer down. Okay, ich bin langsam wieder drin. Also man muss natürlich erstmal... Oh, Paletten, sehr gut. Wie hatte ich das? Nee, ich weiß wieder. Oh, mein Muscle-Memory kickt gerade. Okay, liebe Gnulis, ich bin jetzt ready. Musste eben nur ein bisschen Hotkeys umstellen, weil hier war irgendjemand Fremdes in meinem Account. Der Gnu-Papa, der spielt ja manchmal mit meinem Account so und dann musste ich erstmal Hotkeys jetzt ein bisschen umgestalten, ne? Ist ja klar. Aber jetzt kann ich wieder 90s flexen. Kann das mal vormachen. Oh, seht ihr es? So, ne? Und dann, V war editieren. Geil. Alter, ich habe das locker 80 Jahre nicht mehr gespielt. Also, wer bist du denn? Wie heißt du denn? Ich glaube, manchmal komme ich nicht durch. Gut, dann wird es einfach gezockt. Also, Brausi ist, glaube ich, ein bisschen wortkarg, aber das ist auch in Ordnung. Wir gehen mal zum Loot Drop. Zum Loot Drop hier hin? Ja, sehr gerne. Okay, da sind welche. Was ist das denn jetzt hier? Hörst du mich gerade? Ah, ich habe wieder auf Standard gemacht. Push to talk. Ist T. Hallo, hörst du mich? Jo.
Ah, sorry, ich bin die ganze Zeit mit dir am Reden, aber ich hatte die Tastatur auf Standard umgestellt. Okay, ich bin jetzt voll da und alles läuft. Wir können Gas geben jetzt. Dann letzten Fetzen, wo man epischen. So, richtig. Jetzt wird komplett reingetryhardet, so wie ihr das hier kennt, ja? Ja. Oh. Ciao, Kakao. Was kann ich ihn fragen? Cool. Sag mal, wie ist denn dein Name? Richtiger Name? Ja, Vorname, wenn du sagen magst. Marcel. Ich bin die Gnu-Mama. Alles klar. Alles klar. Hab ich mir schon gedacht mit dem Account-Namen. Ja, eben. Ja, ich ist schwer. Ich will halt zocken. Und er ist so nett. Aber ich muss auch Gnu sein. Magst du vielleicht jemanden grüßen? Hab grad keinen eigentlich, nicht wirklich. Oh. Niemanden? Auch nicht die Omi oder so? Nö. Okay. Da oben sind, war gerade jemand auf dem Berg, genau. Ist nach hinten weggerannt. Was da? Hat einen 100er Hit, wir sollten pushen. Irgendwo im Busch ist, glaube ich, noch immer. Warte. Hab ich. Down. Sauber. Hab ist down. Alter, noch ein Team, das wäre der Hammer. Das ist die erste Runde nach all dem Vorgeplänkel. Das versteckt sich bestimmt irgendwo. Machen wir easy. Lass uns mal ein bisschen weiter reingehen, dass wir in der Zone schon mal sind. Können wir machen. Let's fetz. Der hat richtig Bock. Jo, da, ich hab ihn nicht gesehen. Einer down. Okay. Alter, easy, super. Marcel. Geil. Und erster Sieg. Läuft. Absolut easy. Ich hätte gedacht, ich hocke hier 4 Stunden. Vielen Dank, Marcel. Läuft. Also, die Gnu-Mama macht auch keine Gefangenen. Und wenn die Gnu-Mama was sich vornimmt, dann kriegt sie auch ein frostastisches Knuspereis. Läuft. Ja, vielen Dank, Marcel. Dir noch einen schönen Abend. Wünsch dir auch. Ciao. Tschüssi. Liebe Gnulis, das war ja der Hammer. Der Oberhammer. Ich komme aus dem Gurkenglas gar nicht raus. Und ne, in die Kommentare weitere Intro-Dinger. Und ich bin im Urlaub. Geht mir nicht auf die Ketten. Das war's. Tschüssi. Oh, warte mal. Ich darf mir kein Fauxpas erlauben. Hat sie eine aktuelle, krasse Abmod? Kann ja sein, ne? Es ist ja immer so im Wandel. Liebe an alle Mütter und Väter da draußen. Liebe an alle Mütter und Väter da draußen. War das kontextbezogen? Endcut.